Ja, schön, dass du da seid beim MyGuetschen Coach-Kanal. Es gibt wieder etwas Neues zu lernen, und zwar Trompetenecho. Ein paar Minuten vom ersten Teil gibt es jetzt auch schon vorab beim MyGuetschen Coach-Kanal. Sollte euch das taugen, dann wisst ihr Bescheid, www.myguetschen.com. Dort gibt es das ganze Lernvideo, aber jetzt alles sagen, viel Spaß bei den ersten paar Minuten. Ja, dann fangen wir an mit dem ersten Teil, beziehungsweise mit dem Eingang. Der geht in Zug mit dem Gleichton in der zweiten Reihe. Genau. Wir fangen an auf Zug. Der Eingang, ich spiele euch einmal vor. Also auf Zug diese drei Töne. 2, 3, 4. Vierer lässt man aus. Genau. Und dann rutschen wir auf. Nochmal von vorne. 1, 2, 3. Genau. Und jetzt geht's los. In der dritten Reihe auf Druck erstmalig. Dann rutschen wir in derselben Stellung einfach in die zweite Reihe rüber. 2 und 3 rutschen wir uns auf und wir gehen wieder kurz auf Zug. Und der Viererfinger rutscht noch auf und wir gehen wieder auf Druck. Wiederholung. Also ganz langsam den Eingang. 1, 2, 3. Druck, Zug, Druck. Dann haben wir noch den letzten Nachschlag. Auf Zug und dann Druck. Ihr kennt die Töne. Also machen wir nochmal schnell den Eingang mit den letzten zwei Tönen. 1, 2, 3. Genau, und jetzt geht's schon los mit dem ersten Teil. Volle Gas voraus. Ich spüre euch den ersten Teil mal ganz kurz vor, damit ihr mal ein bisschen wisst, was euch erwartet. So, ihr habt's gehört. Das war schon mal das gröbere Gerüst vom ersten Teil. Wir fangen an mit dem Auftakt. Dreierfinger auf Zug. Druck 3, 4. 1 nach unten. Geht schon los. 3 Anschläge. 1, 2, 3. Dann kommt der Zweierfinger in der dritten Reihe dazu. Der Zweierfinger rutscht dann beim dritten Ton in die zweite Reihe. 1 nach unten. Also nochmal. Mehr ist es nicht, gell? Ihr habt es gerade gehört, das kommt 1 zu 1 dreimal hintereinander. In der gleichen Spielweise. Also, nochmal Auftakt Ringfinger, dann geht's schon los. 1, 2, 3. Und jetzt gehen wir auf Zug. Mit 2, 3. Und es geht weiter auf Zug. Auch wieder drei Anschläge. Dann rutscht der Viererfinger in die erste Reihe. Direkt unter den Dreierfinger. Der Ton klingt ein bisschen schräg, aber das ist original so. Also nochmal. Dann mit dem Viererfinger erste Reihe. Und dann lass der Viererfinger wieder aus und wir gehen mit dem Zweierfinger in der zweiten Reihe wieder am Gleichton. Also, das kommt auch wieder als Wiederholung. Und Druck. Mit 2, 3. Okay, ich würde sagen, schön langsam einmal von vorne, einschließlich den Auftakt. 1, 2, 3.
Dann wiederholt sich dasselbe einfach nochmal. Das ist komplett ident. Dann lassen wir den Link, das heißt, wir spielen das zweimal. Jetzt kommt der Abgang, der Schluss von dem Teil. Und jetzt unterscheidet sich das Ganze vom ersten, von der ersten Wiederholung. Jetzt lassen wir den nämlich Ling. Und jetzt kommt der Abgang. Ich spiele es euch nochmal langsam vor. Also. Dann kommt Finger 4, dritte Reihe. Aufzug. Finger 2, zweite Reihe. Zweimal Anschlag. Dann kommt der Dreierfinger dazu. 4 in der zweiten Reihe, 3 in der ersten Reihe. Dann selbe Stellung, eine Reihe aufgerucken. Und jetzt Viererfinger in die zweite Reihe zurück, auf Druck. Also nur der letzte Ton auf Druck, die anderen sind alle auf Zug. Nur mal kurze Info, also der Auftakt, den wir vorher gelernt haben, den kennt ihr, wenn ihr wollt, auch in zweistimmig spielen. Ist dasselbe, das ist einfach nur der Oktavton. Also. Genau. Also, dann spielen wir den Teil langsam nochmal durch, von vorne bis hinten. 1, 2, 3. Genau, das war schon der erste Teil. Und jetzt erster Teil Bass. Ja, wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, rüberswappen. Der Link ist in der Videobeschreibung www.mypquetschen.com. Dort gibt es erstens das Lernvideo in 5 verschiedenen Touren. Zweitens gibt es dann die Bandbegleitung, die du unabhängig dir erwerben kannst. Also wenn du das Trompetenecho schon kannst, kannst du dir die Begleitung, so wie du das vom Mypquetschen Community Kanal kennst, erwerben und das natürlich auch in 5 verschiedenen Touren. Macht riesen Spaß. Schaut mal vorbei, da bin ich rein und bleibt musikalisch.